Willkommen zurück bei Zervakis und Optenhöfe live und willkommen auch an Perla Londolet, an Valeska Finger und an Nasser El Ahmad aus unserem Zollexperiment. Schön, dass ihr da seid. Perla, in dem Film war ja niemand dabei, der überzeugter Rassist ist. Und trotzdem kamen immer diese tiefsitzenden Vorurteile durch, wenn sie dich einschätzen sollten. Hast du Hoffnung, dass sich das ändert irgendwann mal in Zukunft? Ja, also ich habe tatsächlich Hoffnung. Ich setze sowieso meine ganze Hoffnung in die heutige Generation. Einfach weil ich der Meinung bin, dass bei älteren Leuten, ich drücke das jetzt mal sehr vorsichtig aus, die noch ein etwas veraltetes Denkmuster haben oder eine veralterte Denkweise. Dementsprechend ist es halt etwas schwerer, sich da so ein bisschen durchzusetzen. Und man hat es ja auch in dem Experiment gesehen, man redet sich da so ein bisschen raus. Also niemand möchte akzeptieren, dass es so ist. Wir wissen alle, dass zum Beispiel Rassismus auch ein systematisches Ding ist. Und darauf möchte niemand wirklich eingehen. Man möchte halt sich immer zurückziehen und umdrehen. Und ich glaube, da brauchen wir noch so ein bisschen. Und ich denke mal, wenn meine Generation und auch die jüngere Generation sich da so ein bisschen zusammenreißt und zuhört, dann wird sich auf jeden Fall in der Zukunft einiges verändern. Aber das ist ein Prozess, man braucht Geduld und die Zeit muss man uns da auch geben. Das hoffen wir natürlich alle, dass das klappt. Absolut. Valeska, Feuerwehrfrau, Basketball-Nationalspielerin. Du sagst, es kränkt dich, wenn jemand dir hilft, obwohl du gar keine Hilfe benötigst. Das ist ja erstmal kein böser Wille, der dahinter steckt. Aber ist genau das das Frustrierende dann für dich? Ich glaube, es geht nicht, ob böse oder gut gemeint. Es geht eher darum, ja, dass die Leute hinterm Rücken oder auch vor dir selber Vorurteile haben, über dich reden, über dich lästern. Aber so eine einfache Frage wie, kann ich dir helfen, kann ich dir behilflich sein, die kann man nicht stellen. Aber drüber lästern ist immer einfacher. Und dann macht man einfach. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also man denkt, man macht was Gutes, aber man sollte vorher drüber nachdenken und dann erst handeln. Das heißt, wie immer im Leben Kommunikation, oder? Sprechen, sich miteinander austauschen und dann macht man eigentlich auch weniger Fehler, oder? Genau, dann gibt es auch weniger Missverständnisse. Also Kommunikation ist da das A und O. Und Nasser, deine Geschichte ging uns unglaublich nah. Ich meine, dein Vater wollte dich umbringen lassen. Das ist ein unerträglicher Gedanke. Jetzt bist du in Sicherheit schon länger. Wer hat dich damals gerettet aus dieser Situation? Das ist ganz einfach. Das war meine Familie, die mich gerettet hat. Weil ich habe mir schon etwas hinter den Ohren geschrieben und das seit Ewigkeiten. Eltern kann man sich nicht aussuchen. Geschwister, Tanten, Cousins, Cousinen, whatever. Das sind Verwandte, die vom Schicksal zugewiesen werden. Man kann sich aber die Familie aussuchen. Und die Familie sind nicht meine Eltern unbedingt oder meine Verwandten, sondern meine LGBTIQA-Community, die ganze Szene, meine Freunde, mein Partner, mein Arbeitsumfeld, meine Vorstandskollegen, wirklich. Die zum Beispiel haben mich auch unter anderem wirklich geprägt dieses Jahr. Marc, Uli, Patrick, das sind Menschen einfach wirklich, die mich so einfach zu diesem Aktivisten gemacht haben, dass ich einfach immer weiter und weiter kämpfe für unsere Gesellschaft und unter anderem für die Community, weil letzten Endes, meine Geschichte ist ja auch kein Einzelfall. Sowas passiert tagtäglich. Und ich habe immer wieder gesagt, wenn nicht wir handeln, wer soll es dann und wenn nicht heute, wann dann? Toll, dass ihr alle mitgemacht habt. Das war ganz, ganz großartig. Und wir wissen, das war keine leichte Aufgabe. Trotzdem, was nehmt ihr mit aus diesem Experiment? Frage an mich? An alle. Du darfst gerne anfangen. Also was nehme ich mit aus dem Experiment? Das habe ich auch vor Ort gesagt. In dem Moment war ich Perla, eine schwarze Frau, und da war es egal, ob ich aus einem anderen Viertel komme oder anders aufgewachsen bin. Das war das Einzige, was man in dem Moment gesehen hat. Und das war auch für mich nochmal eine Lehre, dass ich auch meinen Gang zurückfahren muss und dass ich mir auch nochmal Gedanken über meine Person machen muss, da mir das manchmal auch tatsächlich etwas schwerfällt. Und ich hoffe einfach, dass wir alle aus dem Experiment genommen haben, dass wir Fragen stellen sollen, wenn wir irgendwas nicht wissen, und vor allem auch zuhören und akzeptieren. Das ist so das, was ich rausnehme. Wie war es für euch? Also ich nehme natürlich mit, dass ich da nicht alleine kämpfe, gerade mit Rollstuhl. Es gibt noch so viele andere Handicaps, die auch diskriminiert werden. Und da sollte man sich natürlich zusammentun und da zusammenkämpfen, um was zu erreichen und die Gesellschaft halt auch zu bewegen. Und Nasser? Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr stark mit auf den Weg nehmen, dass man einfach Menschen nicht in Schubladen unbedingt reinschieben muss, beziehungsweise dass man immer wieder
kämpfen muss einfach gegen so eine Stigmatisierung. Und habe ich einfach immer wieder gesagt, der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Aber insbesondere, was ich diesmal auf den Weg nehme, ist auch eine Freundschaft zwischen den beiden Damen. Und ja, sowas ist einmalig. Das ist toll. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, und euch alles Gute. Dankeschön an Perla, an Valeska und an Nasser. Und jetzt weiter mit Linda. Ja, ganz die genau. Hat, wir haben Sie zu Hause gefragt, wie tolerant ist Deutschland? Und im Vergleich dazu, halten Sie sich selbst für einen toleranten Menschen? Und das haben Sie geantwortet. Schauen wir auf die Zahlen. Hältst du dich für einen toleranten Menschen? Sagen ja, 69%. Situationsbedingt antworten 29% und nein, 2%. Und die zweite Frage, wie tolerant sind wir in Deutschland wirklich? Da sagen sehr tolerant 6%, Luft nach oben 81% und überhaupt nicht tolerant 13%. Das heißt, da hat sich das jetzt ein bisschen verändert, und es zeigt, dass sich die meisten von uns selbst für tolerant zeigen und eigentlich so ein bisschen das widerspiegelt, was wir im Experiment gesehen haben. Vieles meinen wir gar nicht so, aber wir haben dann dieses Schubladendenken, und dann kommt es vielleicht anders rüber.